Hallo, liebe Kreativskeptiker, ich bin Gabby und heute geht es um Dinge, die man sich vorher überlegen soll. Teil 1 wahrscheinlich, kommt da noch was? Und das Ganze fiel mir ein, als ich als Kind auf einen 10-Meter-Turm im Schwimmbad ging und mir dann dachte, das hättest du dir mal vorher überlegen sollen. Der Punkt ist der, du gehst rauf, siehst runter und in dem Moment ist es schwierig, eine freie Entscheidung zu treffen. Ja, denn der Blick nach unten wird die meisten Leute irgendwie beeinflussen. Ich habe keine Höhenangst. Ich mag das eigentlich da runterzuschauen. Es hat nur eine Stunde gedauert, bis ich das erste Mal gesprungen bin. Und es war einfach so eine Wahrnehmungssache, dass dort zu stehen, runterzuschauen, einfach nicht der beste Zeitpunkt ist, sowas zu entscheiden. Man soll sich das vorher natürlich schlau überlegen. Also wenn man in einer Situation ist und sich denkt, aber jetzt läuft gerade alles falsch, dann schon drauf vertrauen. Nicht, das habe ich vorher entschlossen, okay, da unten ist Beton und kein Wasser, aber springen wir mal. Das meine ich damit nicht, sondern einfach Dinge, wo es eine gewisse Überwindung oder Zurückhaltung braucht, wo man sagt, in der Situation schaffe ich das nicht so ganz mit meiner freien Meinung oder kann mich nicht so ganz neutral entscheiden oder objektiv oder distanziert entscheiden. Hier soll es nicht um Moral gehen. Also ich werde bei gewissen Sachen jetzt keine großartigen moralischen Werte vertreten, sondern einfach nur überlegt es euch vorher und ich stelle so ein bisschen dar, was ist, oft spielt die Moral dann von selbst rein. Oder sagen wir einfach der Staat, der dann sagt, das machst du besser nicht. Zivilcourage. Zivilcourage ist so ein Punkt, die nicht so gut funktioniert und zum einen kann man ja froh sein, wenn die Polizei ausreicht oder wenn der Staat ausreicht, dass das Ganze jetzt nicht so alltäglich ist, dass jeder weiß, oh mein Gott, wenn jemand angegriffen wird, das kommt so oft vor, da bin ich schon konditioniert drauf, ist ja toll, wenn das nicht so ist, wenn es so ist, sollte man sich überlegen, was man da tut und zwar vorher, denn was passiert? Zum einen Verantwortungsdiffusion, das heißt, wenn ihr in einer großen Gruppe seid, ist es oft so, dass wenn man das als Gruppe locker erledigen könnte, sich die Verantwortung in der Gruppe dermaßen aufteilt, dass jeder so wenig Verantwortung hat, dass es keiner macht. Was man hier ganz leicht tun kann, ist andere Menschen ansprechen, die Polizei rufen, klar zu zeigen, hey, ich mache das. Nur währenddessen das zu entscheiden, ist super schwer, weil man ist in einer Stresssituation. Ich habe mal so ein lustiges YouTube-Video über Notruf gemacht, wie schwierig es ist in einer Stresssituation, also es ist sehr übertrieben, aber wie schwierig es ist in einer Stresssituation dann die richtigen Informationen weiterzugeben und sich vielleicht auch nicht selbst zu belasten. In dem Fall sollte man sich eben überlegen, wie man sich auch selbst schützen kann. Also klar, es ist toll, wenn derjenige, der Aggressor ist, weiß, dass ich hier mit der Polizei telefoniere, vielleicht streckt es ihm ab, ich will aber nicht selbst das Ziel von dem Ganzen sein. Also das sind einfach Sachen, die man sich vorher überlegen soll, wo man sich das in Ruhe überlegen soll und wenn es dann soweit ist, dann kann man einfach sagen, so agiere ich und ich kann es immer noch ändern, sollte, also immer noch an die Situation anpassen. Aber wichtig wäre schon, und wenn ihr einfach sagt, okay, helft keinem Menschen, dann könnt ihr nachher auch besser damit leben, ja, weil sonst war man von der Situation überwältigt und redet sich ein, ach, das nächste Mal werde ich sicher und dann tut man es wieder nicht. Dann trefft einfach die Entscheidung, okay, ich bin ein Arsch und ich helfe keinem, aber sich währenddessen zu entscheiden, halte ich immer für sehr schwierig. Stehlen. Punkt 2. Finde ich eine super Geschichte. Klauen wir oder klauen wir nicht? Das ist jetzt moralisch sehr fragwürdig, aber Moral steht hier nicht an oberster Stelle. Als ich beim Militär war, gab es jemanden, der hat gearbeitet, wo so 4.000-5.000 Euro jetzt in der Kasse lagen, wenn man das mit Inflation und so, war es circa 4.000-5.000 Euro und ist mit dem Geld dann abgehauen. Das ist für mich so der maximale Schaden für den minimalsten Gewinn. Denn es war nie die Frage, ob man jetzt weiß, ob er schuld ist, er ist abgehauen und das Geld ist weg. Also damit klagt er sich eh schon an, damit gibt es ja zu, weil bei dem Militär muss man halt jeden Tag erscheinen. Und ich weiß nicht, was er sich gedacht hat, es gibt Menschen, die verdienen 4.000-5.000 Euro im Monat netto, schlimmerweise. Aber ansonsten braucht man ein paar Monate und hat das Geld zusammen. Wie lange hat er denn gedacht, wie lange er damit durchkommt? Oder wie diese Geschichte nur irgendeinen Konglomerat gut ausgehen hätte können? Weiß ich nicht, wie er damit hätte je gewinnen können.
Aber ich glaube, er sah das Geld und hat in dem Moment nicht so ganz distanziert überlegt. Deswegen sollte man sich das überlegen. Im Endeffekt war es so, er hat sich dann gestellt und ist wieder zurückgekommen und wurde dann verhaftet. Und es ist wirklich der, also schon mal vom Militär verhaftet, ist ja wirklich der maximale Schaden, weil das natürlich ins Zivilrechtliche oder Strafrechtliche übergeht und du bekommst noch die Strafe vom Militär. Du hast gleich noch einen draufgesetzt. Sollte man stehlen, also wenn, dann ein bisschen mehr gewinnen. Aber die Frage ist immer, was steht diesem Gewinn für deine Freiheit, also der Freiheit gegenüber? Also ich kann mir jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr erwischt werdet und wie groß ist der Gewinn, den ihr habt für das, dass ihr sonst in den Knast gehen, gehen könnt? Und was macht ihr mit dem Gewinn? Also gibt es wirklich etwas, das euch so unglaublich glücklich macht, dass ihr euch damit, ich sag mal, wenn es Geld ist, kaufen könnt oder wenn es sonst was ist, was euch wirklich so glücklich macht, dass vielleicht eine Freiheitsstrafe das Risiko wert ist. Also ich kann mir wenig vorstellen auf dieser Welt, was ich mir kaufen könnte in meiner jetzigen Situation, das mich um so viel glücklicher machen würde. Mir kommen so Dinge wie, als ich mit meiner Freundin auf 40 Quadratmeter lebte, das jetzt gibt wesentlich Schlimmeres, aber okay, das wäre schon nett gewesen, das größer zu haben. Aber mit Diebesgut kauft man sich dann auch nicht irgendwas Beständiges. Auch ein Auto ist sehr fragwürdig, ja? Dass man dann anmeldet, wo jemand fragen könnte, hey, wo hast du die 2 Millionen für den, keine Ahnung, Lamborghini her oder 200.000, keine Ahnung. Also was könnt ihr effektiv mit dem machen, was dem Risiko gegenübersteht? Und dann ist man auch bald bei dem Punkt, wenn man jetzt wirklich sagt, okay, das ist rentiert, macht man einen richtigen Coup, dass man vielleicht seine Heimat verlassen muss. Die Menschen, die man liebt, irgendwo hin, wo man vielleicht mit seiner Hautfarbe schon Außenseiter ist, also wo man schon sieht, du bist woanders her, wo man die Sprache nicht so richtig spricht. Selbst wenn man dort viel Geld hat, was ich in deutschsprachigen Ländern immer toll finde, also jetzt inzwischen die Internetverbindung funktioniert super, ich habe Netflix, ich war jetzt im Krankenhaus, okay, das mit der Krankenversicherung, aber Zusatzversicherung, großartig, ja, es wird sich um mich gekümmert. Es gibt so viele Sachen, die ich einfach liebe an meinem Leben und selbst wenn ich jetzt Millionen hätte, irgendwo in, keine Ahnung, Kuba oder so, wüsste ich jetzt nicht, also glaube ich nicht, dass mir dort besser gehen würde mit mehr Geld, auch wenn ich hier regelmäßig arbeiten gehen muss. Also solche Sachen würde ich da einfach gegenüberstellen und dann entscheiden, und wenn es nur ein verdammter Lolli ist, soll ich wirklich je stehlen oder nicht? Und ich habe mir dann auch gedacht, selbst wenn es dann ab nach Kuba geht, welche Leute scharst um dich? Die fragen ja, woher kommst du, warum tust du das? Also du wirst dort keine netten Leute als Freunde finden, weil die merken ja, wer du bist. Also mein Preis wäre da sehr hoch bis unermesslich, wenn man sagt, okay, irgendjemand ist todkrank, den kann man jetzt heilen oder so, aber mit Geld, wenn man selbst jetzt nicht in der Situation ist, und das ist ja was anderes, dass man nichts zu essen hat oder am Existenzminimum irgendwie dahin grabbelt, dann ist es was anderes. Aber alle Leute, die jetzt in Ruhe hier ein YouTube-Video anschauen können oder bei Podcasts das irgendwie über ihren iPod streamen können, sind möglicherweise nicht in der Situation, wo man wirklich sagt, stehlen würde das Leben verbessern. Aber in dem Moment das zu entscheiden, wo irgendwie da Geldbündel liegen, würde ich nicht machen. Ich habe für mich relativ früh entschieden, ich würde es einfach nie machen, damit ist das Ding für mich vom Tisch. Würde mich interessieren, wie ihr die ganze Sache seht. Ich würde euch auf jeden Fall raten, rational darüber nachzudenken, wirklich das Risiko einzuschätzen und diese Entscheidung ein für alle Mal zu treffen. Ich würde nicht stehen hier, soweit moralisch, aber okay. Leasing und Schulden, finde ich ein spannendes Thema, bin ich noch nie so wirklich in Kontakt gekommen, zum Glück, von mir aus, aber ich weiß von einer Bank, wo die bietet oder bot damals zumindest an, man bekommt 100 Euro, wenn das Konto auf 0 ist, kann man ansuchen für 100 Euro ins Minus, für Leute, die überhaupt keinen Überziehungsrahmen, nichts haben, die ganz wenig Geld haben,
diese 100 Euro ins Minus zu gehen. Und da waren Leute, die haben wirklich aggressiv angerufen, um diese 100 Euro noch zu bekommen. Und da gibt es Leute, die dann tatsächlich ein teures Auto fahren oder sich andere Luxusgüter leisten, auch wie ganze Schönheitssachen wie Friseur, Maniküre, Pediküre. Mir ist schon klar, irgendwas gehört dazu. Aber so am Minimum zu leben und dann aber immer mit dem Konto. Ich kenne Leute, die sagen, mein Konto war noch nie im Plus. Also das ist eine Verschuldung, wenn du im Konto, beim Konto auf Minus bist. Also das ist auch was, was ich vorher entscheiden würde, vor allem bevor ich mir etwas lease, wo es dann heißt, okay, oder etwas auf Raten zahle oder einen Kredit aufnehme, wo es dann heißt, okay, du musst dann im Monat mit so und so viel Geld auskommen, vorher mal probieren, schaffe ich das mit so wenig Geld auszukommen und nicht muss ich dann wegen 100 Euro ansuchen. Also auch solche Dinge, wenn sie am Papier oft gut klingen, würde ich alles, was Geld betrifft, mal wirklich dem Ganzen eine Zeit geben, mit wie wenig kann ich leben und welche Leasingverträge oder welche Schulden gehe ich ein, die dann vielleicht über die nächsten 30 Jahre mein Einkommen extrem schmälern. Kann ich eigentlich überhaupt so leben oder habe ich dann ein großes Problem? So, letzter Punkt. Das sind eigentlich zwei Punkte, Pünktlein. Nein, es sind zwei große Punkte und zwar, wir fangen an mit Betrug und Partnerschaft und ich finde diese Geschichte einfach mega, mega, mega. Auch bei einer Bank ruft ein Mann an und sagt, er war gestern im Bordell und er hat dummerweise mit seiner Kreditkarte, er war betrunken und hat dummerweise mit seiner Kreditkarte bezahlt. Die Kreditkartenabrechnung checkt ihm seine Frau, er hat drei Kinder. Und wenn die das sieht, dann verlässt sie ihn sofort. Wir sollten doch wegen seiner Kinder die Rechnung ändern. Ja. Zum einen, wenn du irgendwo anrufst, die du dort reist, können das nicht. Was ich aber sehr spannend fand, ist, dass die meisten Frauen nur die Mitleid hatten. Also wesentlich mehr Frauen als Männer. aber prinzipiell ist zu sagen, okay, generell betrüge ich meinen Partner, das würde ich vorher entscheiden. Nicht, wenn ich mit 3 Promille irgendwie von jemand angesprochen werde, den ich hübsch finde, den ich attraktiv finde, in dem Moment zumindest, und der dann vielleicht Sex haben will. Das ist auch etwas, was man vielleicht distanziert sich überlegen soll. Gehe ich ins Bordell, sollte man sich auch distanziert überlegen, wenn man 3 oder 2 Kinder hat und benutze ich meine Kreditkarte. Und da sind wir beim zweiten Punkt, nicht nur in der Partnerschaft betrüge ich meinen Partner, sondern generell, was man im Rausch so macht, sollte man sich vorher überlegen. Währenddessen ein schlechter Zeitpunkt und oft ist es ja währenddessen schon schwer, aber es funktioniert schon, wenn man sich vorher wirklich sagt, hey, schreib keine SMS, du Idiot, wenn du betrunken bist, schreib keine SMS oder andere Dinge, wo du in der Früh aufwachst und geh nicht mit irgendjemand nach Hause wieder einmal. Wo du am nächsten Tag aufhörst und das ist dir super peinlich. Das funktioniert tatsächlich, wenn man sich vorher sagt, das überlegt und sagt, hey, ich mach das einfach nicht, egal wie ich mich dazu währenddessen fühle, es ist mir nachher immer peinlich, ich stelle mir einfach die Gefühlswelt vor, man würde das in NLP oder in Psychologie so einen Anker nennen, man setzt sich so einen Ankerpunkt mit diesem Gefühl, sagt, hey, das ist schlecht, ich mach das einfach gar nicht, wenn es mir wichtig ist, dann schreibe ich die SMS am nächsten Tag oder rufe den Typen oder das Mädchen am nächsten Tag an und treffe mich dann mit dir. Auf jeden Fall kein Punkt, wo man die Entscheidung vor Ort in der Situation treffen soll. Wenn ihr Punkte habt, die man sich vorher überlegen soll, bevor man in der Situation ist, gerne in die Kommentare. Mir wird sicher noch einiges einfallen, wenn ihr Kritik am Ganzen habt. Es sind natürlich heikle Themen, verstehe ich schon. Gerne Feedback, bin sehr gespannt. Ansonsten, Segel immer straff halten, liebe Sturmtrotzer. Immer vorbereitet in komplizierte Situationen oder in fragwürdige Situationen gehen. Und ansonsten auf zum Horizont.